Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2013 auf der PS3. Ja, kam ja lange Zeit kein Video mehr von der PS3. Oder keine Folge von der PS3. Warum, wieso, weshalb, ist ganz einfach. Auf dem PC hatte ich weitaus mehr Möglichkeiten. Da hatte ich ja nicht dieses doofe Slot-System hier, wenn man Fahrzeuge kauft oben. Das heißt, ich konnte so viele Fahrzeuge kaufen, wie ich wollte. Aber ihr habt ja immer mehr in den Kommentaren geschrieben, dass ihr mal wieder was von der PS3 sehen wollt. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Und nicht nur Gedanken, sondern auch jetzt ein paar Tipps und Tricks für euch. Das heißt, dass man auch mit seinen Slots auskommt, um alles zu bewirtschaften. Also jetzt die normale Ernte von Mais, Raps, Getreide, Gerste. Das Bewirtschaften hier der BGA, der Kühe, der Schafe. Und mein erster Trick oder Tipp für euch ist, normalerweise braucht man ja den Radlader, hier um die Silos leer zu fahren. Das Ganze können wir auch mit unserem Mischwagen machen. Das heißt, wir können uns natürlich ordentlich Punkte jetzt sparen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat der Radlader. Einen Moment. Der Radlader hat insgesamt, ja gut, 4 Punkte. Oder 4 Slots. Aber wir brauchen den Mischwagen ja eh. Und jetzt können wir auch ganz einfach hier indüsen. So, den anschalten. Dann machen wir unseren Mischwagen einfach mal voll. Und dann können wir das Ganze gleich abkippen. Das heißt, wir können uns 4 Punkte für den Radlader schon mal sparen. Verdichten können wir auch mit dem Trecker. Genauso wie, was man auch nicht braucht, ist der Lizard-LKW mit den Anhänger. Weil das sind, glaube ich, 10 Punkte insgesamt. Und das kann man sich auch sparen, diese 10 Punkte. Weil man E-Trecker kaufen muss, dann kauft man sich dementsprechend Anhänger. Und 2 Anhänger entspricht ungefähr so viel Punkten wie dieser Lizard Truck mit einem Anhänger. Und damit kann ich natürlich dann auf 2 Feldern arbeiten. Und mit dem Lizard Truck halt nur auf ein Feld. Da muss man dann halt auf den verzichten. Auch wenn er das meiste an Ladevolumen hat. Aber das soll uns damit egal sein. Wir brauchen Funktionalität hier in dem Spiel, wenn man gucken muss mit seinen Slots. Also zum Sehen habe ich alle Maschinen. Moment. So wie man sieht, haben wir hier für Kartoffeln. Neben den Gruber für Zuckerrüben und Mais. Und hier für die anderen Fruchtsorten einen Kipper. Ich glaube, einen zweiten Kipper muss ich auch noch kaufen. Mal schauen. Pfluggruber. Haben wir alles da. Wir haben 3 Traktoren, 2 Stück. Um die Felder zu bewirtschaften, der mit Frontlader, gut, der ist auch zum Bewirtschaften alles da. Wir haben zum Düngen das Güllefass. Strohernte, alles dafür da. Hier haben wir auch schön den Mischstreuer. Jetzt fällt es mir ein, genau. Also ist alles vorhanden. So, worum ich euch jetzt gerne bitten möchte, ist, dass ihr auch mal in die Kommentare schreibt, ob ihr jetzt, weil ich möchte mich nur noch auf eine Version jetzt beschränken, also entweder PS3 oder PC, weil auf beiden Spielen ist mir doch ein wenig zu anstrengend. So, da bitte ich euch mal in die Kommentare zu schreiben, was ihr halt gerne sehen wollt, also ob ihr jetzt von der PS3 sehen wollt oder vom PC. Den Landwirtschaftssimulator. Ich würde lieber auf PS3 spielen, weil es ist einfacher mit dem Aufnehmen alles. Aber das entscheidet immer noch ihr. Das. Ich wollte doch. Wo ist er? Da.
Denn ein Feld ist fertig. Also das ist halt jetzt so ein kleines Video, wie ihr mal wieder gefragt seid, wo es weitergehen soll, PC oder PS3 und natürlich der kleine Tipp mit dem Radlader. Genauso wie, dass man, wir haben jetzt so Mais häckseln, aber wir brauchen das Gras ja nicht häckseln, wenn wir das zum Beispiel in die BGA fahren wollen. Weil das können wir ganz einfach schneiden und gleichzeitig aufsammeln mit den Sammelwagen. Und dann in die BGA reinfahren. Das geht auch. Das. Und worüber ich mich mal freuen würde, ist, wenn ihr mal mehr meine Videos bewerten würdet. Weil es schauen etliche. Was heißt etliche? Also es sind schon einige, die meine Videos schauen. Ach, das ist auch Mais. Dann fahren wir mal wieder zurück zum Hof. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Maisernte. Also ihr schreibt jetzt mal bitte in die Kommentare, ob ihr mehr PC oder den Landwirtschaftssimulator auf PC sehen wollt. Wenn man irgendwo hängen bleibt, das ist wie ein kleiner Magnet hier. Jetzt schieben wir das Schneidwerk einfach mal. So. Also, in die Kommentare einmal reinschreiben, ob ihr den Landwirtschaftssimulator auf PC oder auf der PS3 sehen wollt. Ich wäre für PS3. Und bitte das Video bewerten, fleißig Kommentare drunter schreiben. Und dann sage ich es wie immer, tschö mit Ö und bis die Tage.